blöd. Das ist auch so eine blöde Ausdrucksweise. Wen ich beschuldige. Was siehst du da oben, Sühnen? Wir werden nur zur Abwechslung frontal rein. So eher. Gemeinsam! Ich lass dich platzen! Du wirst leiden! Scheiße! Ich wollte dieses Explosivfass da entzünden. Hallo, die Höhle auf! Genau dort, wo ich euch hab wollte. Drecksack. Wolfs Männer, eingepfercht wie Hennen. Der nächste Schritt lang, immer runter den Hund. Sie wurde wohl verriegelt. Gottes Brutal, entkommst du nicht! Komm zurück und stell dich mir! Will ich ja. Thank you.
Überall mit Sachsenblut! Hallo? Das ist der Schatten. Hat ich doch richtig gesehen. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Wolfsmänner sind frei. Jetzt können wir über die Entführung sprechen. Dein Axtarm ist sehr stark. Zweifle nie an mir, Rabennäherin, so wie die sächsischen Knechte. Diese Krieger brauchen einen Anführer. Keinen liebeskranken Knaben, der sie für Huren und Met im Stich lässt. Du beschämst mich. Und du hast recht. Liebe schlägt tiefere Wunden als eine Axt. Doch ich schwelge nicht länger im Schmerz. Mein Volk braucht mich. Und ich auch. Du stehst in meiner Schuld. Jetzt fordere ich sie ein. Meine Axt gehört dir. Sprich. Ich brauche jemanden mit einem schnellen Wellenross in gutem Zustand, um Lady Estrid über das Meer ins Frankenreich zu bringen. Noch ein Entführungsschwindel. Estrid ist unerschütterlich. Nun gut, mögen zwei triumphieren, wo einer scheiterte. Du musst voll und ganz bei der Sache sein. Egal, was du für Estrid empfindest. Wir hatten unsere gemeinsame Zeit. Das ist vorbei. Ich enttäusche weder dich noch sie. Wir treffen uns mit deinen Leuten vor Colincaster, in der Nacht des Luchnasat. Okay. Neue Quest. Das war klar, dass das war. Holla, was ist denn hier oben los? Ja, mit dir hatte ich schon das Vergnügen. Rolf. Wir lernen Rolf als hitzköpfischen Jungspund kennen, der während einer späteren Phase des Wikinger-Invasion aus Norwegen nach England kam. Dort erlangte er etwas Bekanntheit, doch die Geschichtsschreibung schenkt ihm erst viel später wirklich Beachtung, nachdem seine vielversprechenden Anlagen im Frankenreich auf spektakuläre Weise Früchte tragen. Da es ihm nicht an Arroganz mangelt, würde es ihn sicher freuen, wenn er wüsste, dass es von ihm unter dem fränkischen Namen Rollo sowie in Europa als auch Amerika Statuen gibt, während viele seiner Helden und Vorbilder nur in Geschichtsbüchern zu finden sind. Okay.
Ich sag jetzt mal nichts. Ach so, halt. Wir müssen ja zum Korbett. So, los, Sühnen. Ah, okay. In der Richtung. Hey, Moment! Das ist dein Ende. Kommt von den Seiten, strengt euch an! Ein Eindringling, kommt her! Jemand. Wie geht es deinen Leuten? Seid ihr erholt und für alles bereit, was diese Nacht bringen mag? Lorks Tod war ein herber Schlag. Viele kannten ihn lang und liebten seine Geschichten von verlorenen Kriegern und gewonnenen Schlachten. Doch lassen wir das. Wir sind bereit. Mann. Was erwartest du von uns? Entfesselt die Kampfschweine, legt Feuer, schürt Panik. Seid die Barbaren, für die sie uns halten. Wir spicken ihre Herzen mit Nadeln der Angst. Bald bricht die Nacht herein. Dann ist es Zeit zuzuschlagen.
Nein, natürlich. Früher hat man Bio geopfert, damit seine Saft auf das fruchtbare Land fällt und das Getreide erneut wächst. Diese heidnischen Rituale sind gar nicht. Es gibt uns alles, was wir brauchen. In diesem und im nächsten Jahr. Für Odin richtet euch! Riecht vor euren Herren! Hätte es wegrennen sollen, Peter! Nehmt ihr Ale und ihre Frauen! Heute Nacht feiern wir wie die Könige! Ach, da drüben. Zurück, ihr sächsischen Hunde! Die Herren von East-Sachsen gehört uns! Hallo, was geht? Sag mal, geht's noch oder was? Hunde. Die Herren von Estes gehört uns! Mann, ey. Oh, der auch noch. Nehmt ihr Ale und ihre Frau. Heute Nacht feiern wir die Könige! Ja, klar, läuft der Idiot mir. Bist du frei? Boah, sag mal. Jetzt hier dazwischen. Ach, der fehlt mir jetzt gerade noch. Scheiße. Scheiße, warum muss der sich jetzt hier einmischen?
Plünderer. Sächsischen Hunde. Scheiße, verflucht. Die Herren von Eastsex gehört uns. Mach ich das jetzt? Nein, nein! Ach, du bist doch so dämlich. Solltest auf dieses Scheiß-Seil springen. Hunde. Die Herren von Eastsex gehört uns. Scheiße, der Typ verbasselt mir hier alles. Kleines Kind täuschen. Lass mich los, Unold! Was wird nun aus meiner Tugend? Was aus deiner Tugend? Kannst du knicken. Oh, das Hund geht mir auf den Sack, ey. Ich muss mich jetzt erstmal hier in Sicherheit bringen. Oh je! Sonst ist die Quest gescheitert. Du wirst so klar. Ah, toll. Diese Drecksau, diese Elende. Und jetzt ist er wieder da. Scheiße! Spürst du meinen Atem im Nacken? Oh, steh ich gleich vor nix. Voll in der Scheiße. Jetzt lungert er mir dort auch noch auf. Scheiße. Wir
Überlebst du nicht. Dass der Typ sich aber heilt. Hat er sich wenigstens vom Marder gemacht. Gerade noch so hingebogen. Nein, ich will doch bloß hier aufnehmen. Ich will die dort deswegen nicht gleich ablegen. Und den Mund darunter! Oh, ich werde ohnmächtig von dem schieren Grauen! Genau, so war das gedacht. Ich stirb. Den haben wir jetzt wieder am Hacken. Es sollte sicher genug sein, nicht wahr? Wer hat dir die Wache zugeteilt? Ist es dir auch aufgefallen? Das war Dan Edred. Er bestand darauf. Er sorgt sich so um mich. Oh, wie aufregend. Mein Herz rast. Sei froh, dass es überhaupt noch schlägt. Dein Geschrei hat uns die halbe Stadtwache von Colincaster auf den Hals gehetzt. Ich wollte eine gute Vorstellung abliefern. Mein Vater sagte immer, ich wäre eine gute Schauspielerin. Auf jeden Fall hast du Hingabe gezeigt. Hat es dir nicht auch ein bisschen Spaß gemacht? Es ist vollbracht. Alles, was jetzt noch zwischen mir und meiner Heimat steht, ist ein schmales Band aus Wellen und Schaum. Gut gemacht, Rolf. Sind du und deine Leute bereit, Segel zu setzen? Lokis fauchender Sohn macht die Gewässer zwischen unseren Küsten gefährlich. Wir sollten ausruhen und auf günstigeres Wetter warten. Passt gut auf euch auf. Selbst wenn Birstands Soldaten nicht nach Estrid suchen,
Elfred-Soldaten werden es. Jetzt ist nicht die Zeit für solche Sorgen, Eivor. Heute wird gefeiert. Komm, trink Met mit mir. Birstan wird dich morgen im Nordosten von Colonkester treffen. Du hast dir alles verdient, was er dir versprach. Und noch viel mehr. Besuch mich, wenn du möchtest. Fernab der feiernden Dänen. Okay. Ich sollte Birstan finden. Sicher jagt er wieder. Loki würdig wäre. Wir einfach sterblich brauchen ihre Idol.